Jens kennt es sein Leben lang. Das Gefühl, um die Wahrheit betrogen zu werden. Irgendwann denkt er an nichts anderes mehr als an eine einzige Frage. Sind seine Eltern wirklich seine Eltern? Und da war es denn schon so, dass dann mir gesagt wurde, ich hätte einen Knall, ich würde spinnen, also ich würde mir was einbilden, also es wäre doch Quatsch. Seine Eltern wiegeln ab. Doch Jens zweifelt immer mehr. Vater und Geschwister sehen doch ganz anders aus. Er fühlt sich wie ein Fremder in der eigenen Familie. Ich wollte immer mal einen Bluttest machen. Irgendwas stimmt doch hier was nicht. Und dann hat meine Mutter immer gesagt, nein, nein, du siehst meinem Vater sehr ähnlich. Also, und das ist halt so. Das ist, ja. Ich weiß auch nicht, wie du auf die Idee kommst und so. Als Jens, inzwischen Mitte 50, zu einem neuen Arzt geht, passiert es. Der kennt die Familie nicht, spürt aber sofort, dass irgendetwas nicht stimmt. Der sagte, ich will Ihnen mal sagen, zwischen Ihnen und Ihrer Mutter ist noch etwas, was noch geklärt werden muss. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn so einer mir das sagt, den ich nie gehört habe, und das ist ein so seriöser, also ein klassischer Arzt, weiß nicht, wie er auf die Idee kam, dann da habe ich dann meine Mutter mit konfrontiert und gesagt, mir hat jetzt jemand erzählt, das ist so und so, dass da was ist, dass ich gar nicht dein, also das war dein Sohn bin, aber mein Vater ist ein anderer. Und dann sagte sie, woher will der das denn wissen, dass der dir das erzählt hat? Den kenne ich ja gar nicht. Trotzdem gibt seine Mutter zum ersten Mal nach. Sie nennt Jens aber vorerst nur einen Namen, ohne ihrem Sohn zu sagen, wer sich dahinter verbirgt. Jens findet eine Telefonnummer, ruft den Mann an. An seine ersten Worte erinnert er sich, als wäre alles erst gestern passiert. Ja, hallo. Ich bin der Sohn von der Ingeborg. Und ich wollte mal guten Tag sagen. Die beiden schreiben sich und treffen sich schließlich. Das Thema Vaterschaft bleibt erst einmal tabu. Es wurde immer um heißen Brei geredet. Und dann habe ich gedacht, okay, diese Rederei habe ich keinen Bock mehr drauf. Habe den Briefumschlag genommen und habe ihn abgeschnitten und habe den zu so einem Genanalyseverfahren geschickt. 10 Tage später zeigt der Vaterschaftstest schwarz auf weiß, der Bekannte der Mutter ist sein leiblicher Vater. Und dann habe ich tatsächlich gedacht, jetzt ist es definitiv so, dass der Typ dein Vater ist. Blödes Stück Papier sagt alles das, was du die ganzen Jahre vorher gewusst hast oder geahnt hast. Mit dieser Wahrheit konfrontiert Jens seinen biologischen Vater. Gleich im nächsten Brief, habe ich gedacht, jetzt schreibe ich nicht mehr drum rum. Übrigens, ich bin der Meinung, wir sind verwandt. Und jetzt steht auch sein biologischer Vater zur Wahrheit. Nun zum Wichtigsten, unserem Tabuthema. Jens, du hast das Rätsel gelöst. Wir, deine Mutter, ich und nun auch du, kennen es. Es hat mir regelrecht eine neue Welt eröffnet, wo ich jetzt sagen kann, du kannst dir vertrauen. Ich kann mir vertrauen. Seine Mutter erzählt ihm nun die ganze Geschichte von einer Liebe, die in der Nachkriegszeit keine Chance hatte. Heute hat Jens Verständnis für die Situation der Mutter. Aber musste die Wahrheit deswegen so viele Jahrzehnte im Dunkeln bleiben? Sein biologischer Vater ist 85 Jahre alt, als er ihn kennenlernt. 3 Jahre später stirbt er. Es hat ihn wütend gemacht, dass er sein Leben lang, wie er sagt, beschissen wurde. Trotzdem ist er dankbar, die Wahrheit doch noch erfahren zu haben. Es ist ein hohes Gut, zu wissen, was ist. Hätte ich vorher nie gedacht. Aber in dem Augenblick, als ich das wusste, hat sich eine neue Welt aufgetan, fand ich. Da bin ich plötzlich auf dem Boden der Realität gewesen und habe gedacht, aha, hast doch recht gehabt. Warum hast du an dir gezweifelt? Und das hätte ich halt gerne 30 Jahre früher gehabt.